Liverpool, Manchester United, Weltstars auf beiden Seiten, Top-Trainer auf beiden Seiten und Erwartungen auf beiden Seiten. Keiner will verlieren. Bleiben Sie dran. Das wird ein echtes Highlight. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen von Wolf Fuß und von Frank Buschmann. Da schließe ich mich an. Heute also Pokal, richtig gute Stimmung und hoffentlich ein spannendes Match. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Manchester United. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. This is Anfield. Das ist Anfield. Muss man mehr sagen? Nein, wenn man das hört, dann weiß jeder Spieler, dann weiß jeder Fan, was Sache ist. Dann wird's hochklassig, dann wird's intensiv. Besser geht's nicht. Liverpool ist einer der klangvollsten Namen überhaupt im Weltfußball. Auch wenn man die großen Titel zuletzt eher selten holen konnte. Aber das kann sich auch wieder ändern, Wolf. Die Reds haben einen mächtig starken Kader zusammen, haben einen tollen Trainer. Ich finde es sehr spannend, was da gerade passiert. Hussein Al-Shamkhali ist der Unparteiische dieser Partie. Wir gehen jetzt rein in diese Partie. United gegen Liverpool. Man spürt den Ehrgeiz auf beiden Seiten. Man spürt den Siegeswillen. Und mal sehen, wer die ersten Akzente setzen kann. Henrik Mkhitaryan. Martial, ist es das? Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball, harmlos. So eine klasse Vorlage. Da war mehr drin. Aber so geht der Ball über den Kasten. Da hat er wohl zu genau gezielt. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Damian. Bailly. Martial, Hereingabe jetzt. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Weg ist der Ball. Der Ball soll zu Lukaku. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Defensiv machen sie es gut. Bailly. Wenn United gegen Liverpool ran muss, Buschi, dann steht die Fußballwelt still. Ja, dann schauen alle zu, dann schauen alle ganz genau hin. Wer hat denn in diesem Duell gerade die Nase vorn? Wer ist aktuell besser? Zwei super Mannschaften, zwei super Trainer, Weltklasse-Spieler ohne Ende. Besser geht's nicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt könnte er flanken. Valencia. Mkhitaryan. Da ist die Flanke. Da gibt er zu Recht Freistoß. Super Timing. Den Ball holt er sich. Und Firmino. Wird das seine Torchance? Roberto Firmino mit der Chance. Klasse gehalten von De Gea. So, Buschi,
Was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Ja, aber der Schnee könnte dem Spiel ja auch eine ganz andere, interessante Note verleihen. Zumindest solange es nicht so schlimm wird, dass der Platz überhaupt nicht mehr bespielbar ist. Nur Matic am Ball. Jetzt Man United im Angriff. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Nun Lallana. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da bekommt er Unterstützung. Fellaini. Mit dem Fuß kann er es eben nicht so gut, Buschi. Deshalb legt er den Ball ja auch so häufig auf den anderen. Hier sehen wir warum. Oh, der ist sauer. José Mourinho. Die Chance dürfen sie aus seiner Sicht natürlich nicht vergeben. Er hätte gern den Führungstreffer bejubelt. Lukaku. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt er raus und hält den Ball. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Lukaku. Macht er das Tor? Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und den Ball wollte er genau so machen. Klasse. Er war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und damit also die Führung für Manchester United. Nun Lallana. Und da ist der Ball wieder weg. Und Juan Mata. Auch dieser Ball kommt an. Jetzt ist er durch. Ja, Mkhitaryan. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Ball kommt von Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Ball kommt rein. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Mohamed Salah. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Matip. Klasse Aktion. Ball ist weg. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Und jetzt mal Manchester United. Klasse Technik. Milner. Sie haben den Ball und können kontern. Jetzt wird's gefährlich. Der Konter wird abgefangen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle...